Herzlich willkommen zur Coffee Lecture, das Didaktikrad, Didaktik mal ganz easy. Mein Name ist Frank Falschmidt-Dietz. Ich bin Diplompädagoge und arbeite hier an der Unibibliothek. Auf Twitter erreichen Sie mich unter @fravadi und das Didaktikrad unter dem Hashtag Didaktikrad. Vorab würde ich gerne ganz kurz mal fragen, wie Sie so Ihre eigenen didaktischen Kenntnisse einstufen würden. Also kurz mit Handzeichen vielleicht. Wer würde sagen, eher gut, eher so mittelmäßig? Okay, das sind im Grunde genommen schon alle. Und das ist wunderbar, denn dann können Sie vielleicht heute auch ein bisschen was mitnehmen. Das Didaktikrad ist zunächst mal so eine Art Schweizer Messer-Universalwerkzeug zur Erhöhung Ihrer didaktischen Performance. Und es besticht durch seine Einfachheit als Checkliste auf den Tischen. Finden Sie es auch und das können Sie auch gerne mitnehmen. Also das ist im Grunde genommen die Checkliste, das ist das Didaktikrad. Es ist anwendbar auf Vermittlungsvorhaben jedweder Art. Also nicht nur in Präsenz bei einem Vortrag, sondern auch vielleicht bei einer Referatesituation in der Schule, im Hochschulkontext, aber auch online. Also wenn es darum geht, Online-Materialien zu produzieren, eine Dokumentation zu machen etc., auch dafür lässt es sich anwenden. Und das Besondere ist, es ist der Einsatz am Point of Need möglich. Das heißt, genau dann, wenn Sie etwas entwickeln wollen, nehmen Sie sich das, schauen sich die Aspekte an und Sie können es benutzen. Die einzige Anforderung ist natürlich, dass Sie sich an Didaktikrat erinnern können. Das googeln Sie einfach und dann stolpern Sie schon drüber. Warum habe ich es entwickelt? Also das Didaktikrat ist tatsächlich eine Entwicklung von mir. Lebenszeit ist wertvoll. Also Ihre Lebenszeit, Sie sind jetzt hier und schenken mir eine Viertelstunde und ich habe mich entsprechend vorbereitet. Das ist auch meine Lebenszeit und es wäre jetzt irgendwie ziemlicher Quatsch, wenn ich nicht vorbereitet wäre. Es wäre für Sie schlecht, das wäre für mich irgendwie auch ein bisschen doof. Und das ist mir in meiner Vergangenheit leider zu häufig begegnet und das war für mich so der Anstoß, das mal ein bisschen runterzubrechen, dass es sehr leicht anwendbar ist. Und es tut mir wirklich weh, wenn so eine Vermittlung schlecht oder suboptimal ist. Der zweite Grund für das Didaktikrad ist das Vergessen. Das schlägt erbarmungslos zu, also nach der Viertelstunde, wenn Sie sich es nicht gleich aufschreiben oder so, ist das auch ziemlich schnell weg und das ist völlig normal. Im Vergessen bin ich, glaube ich, besonders gut. Das hier ist der Hermann Ebbinghaus, der hat das Vergessen zum ersten Mal systematisch untersucht und zwar schon so um 1885. Diese rote Kurve, das ist so eingegangen eigentlich als die Vergessenskurve. Damals mussten seine Probanden sich sinnlose Wörter merken und er hat dann geprüft, wie lange dauert es oder wie viel können sie erinnern. Und daraus ist diese Kurve entstanden. Also das geht relativ schnell, dass man sich davon nicht mehr viel behält. Er hat dann aber auch festgestellt, wenn Wiederholungen eingebaut werden, dann vergisst man nicht mehr ganz so schnell. Und das kann man sich zunutze machen, indem man intervallartig wiederholt. Das ist wunderbar auch für eine Prüfungsvorbereitung beispielsweise. Vokabellernprogramme, Apps arbeiten damit, ich nutze selbst so eine, dann bleiben die Dinge tatsächlich auch hängen. Gut, aber beim Didaktikrat ist es im Grunde genommen so, Sie müssen sich gar nichts merken, außer Didaktikrat jederzeit googeln, ausdrucken. Dabei passiert aber automatisch, dass Sie sich was merken. Und zwar sind da sicher ein paar Punkte dabei, wo Sie sagen, jo, das passt, das probiere ich mal aus. Das bleibt dann auch ein bisschen länger und ein bisschen schneller hängen. Warum auf einer Seite? Es gibt da so diesen KISS-Grundsatz, keep it short and simple. Das erleichtert einfach ungemein den Einsatz. Naja, und für eine Seite mal mit Didaktik beschäftigen, dafür gibt es auch nicht wirklich eine Ausrede. Außerdem lässt sich das super gut ausdrucken. So ganz erfunden habe ich es natürlich nicht. Das ist ja immer so in der Wissenschaft, dass man auf den Schultern von Riesen sitzt und sich inspirieren lässt. In meinem Falle waren das der Werner Jank und Hilbert Meyer, die hier ein Buch über didaktische Modelle geschrieben haben. Und da gibt es eine Grafik in diesem Buch und die habe ich hier mal mitgebracht. Die sagen nämlich, die Didaktik kümmert sich um die Frage, wer, was, wann, mit wem, wo, wie, womit, warum und wozu lernen soll. Das klingt erstmal ziemlich sperrig, ist aber sehr, sehr konkret. Und man kann sich jetzt diese einzelnen Punkte
im Grunde genommen einzeln vornehmen und darüber nachdenken. Also hier geht's los mit dem Wer. Ich habe aber jetzt diese Grundgedanken so ein bisschen abgewandelt. Das heißt, in Gelb sehen Sie es, das sind Aspekte, die ich betont habe, zum Beispiel das Soll und auch das Von Wem. Das ist so klassisch, in der Schulperspektive wird das nicht diskutiert. Es ist eine Zwangssituation, die Schülerinnen und Schüler müssen in die Schule, da wird nicht gefragt, zur Not werden sie von der Polizei gebracht. Und das Von Wem ist eigentlich auch klar, vorne steht immer ein Lehrer und der erzählt. Ja? Das kann man aber hier im Hochschulkontext hinterfragen. Und hier sind auch zwei Perspektiven drin, nämlich ohne Störung. Sie haben im Grunde genommen bei jedem dieser Aspekte Störmöglichkeiten drin. Und die Frage des Lernens, was ist eigentlich Lernen, finde ich, darf auch nochmal hinterfragt werden. So, und jetzt wird daraus das Rad erfunden, illustriert. Dann kommen hier die einzelnen Aspekte hinzu und auch ein paar Fragen. Außerdem habe ich es unter eine offene Lizenz gestellt. Damit ist das Didaktikrad nämlich nicht mehr nur meins, sondern kann beliebig weiterentwickelt werden, weiterverwendet werden, kopiert werden, ohne dass jemand bei mir nachfragen muss. Hier sehen Sie jetzt, wie diese einzelnen Segmente aufgebaut sind. Oben steht immer der Gegenstandsbereich, zum Beispiel das Wer. Die Überschrift sagt etwas aus, ja, ist so eine Art Kurzbedeutung. Also Wer steht für die Ausrichtung an der Zielgruppe. Und dann kommen hier Fragen oder Handlungsempfehlungen. Vorne immer so eine Checklistenbox, wenn man sich damit beschäftigt hat oder wenn man sagt, das ist interessant für mich, das will ich weiterverfolgen. Hier diese Menschlein-Symbole und unten nochmal eine Checkbox, wenn ich mich mit einem Segment im Grunde genommen befasst habe. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel kurz zeigen. Also ich gehe nicht alle Punkte durch, das wäre zu viel. Und zwar würde ich gerne aus jedem Segment eine exemplarische Frage oder Handlungsempfehlung mal herausgreifen. Und ja, gutes Beispiel ist natürlich diese Coffee Lecture, die habe ich natürlich anhand des Didaktikrades auch vorbereitet. Frage des Wer steht für die Ausrichtung eben an der Zielgruppe und ausgewählt habe ich Vorababfrage. Das kann man per Mail machen, wenn man weiß, wer sitzt in einem Kurs beispielsweise. Oder in so einer Situation weiß man es natürlich nicht genau. Ich habe das versucht mit so einer Kurzabfrage zu Beginn zu machen. Wie sind so die Vorkenntnisse? Der Aspekt des Soll zielt so ein bisschen auf die Freiwilligkeit. Sie sind freiwillig hier, Sie sind nicht irgendwie hergeschickt worden, sondern Sie haben Interesse. Das ist also eine ganz andere Situation als in der Schule beispielsweise. Und wenn es freiwillig ist, braucht man natürlich Werbekanäle. Wir versuchen das mit Plakaten. Normalerweise gibt es eine Durchsage. Hier sieht man es vorhin auch noch einen Tweet via Twitter losgeschickt, um zu gucken, vielleicht liest das noch jemand und kommt zufällig vorbei. Die Frage des Was zielt auf die Inhalte. Welche Inhalte sind also wichtig? Ich habe nachgedacht, in der Viertelstunde, was kann ich Ihnen erzählen? Naja, Erläuterung, Aufbau, ich wollte Ihnen was über meine Motivation erzählen, die verwendeten Quellen, die Vergessenskurve und als Beispiel wollte ich Ihnen diese Coffee Lecture hier präsentieren. Das Wozu steht für die Lernziele und die Relevanz, wozu das Ganze. Ausgewählt habe ich, machen Sie möglichst Ziele und Anforderungen von Anfang an transparent. Mein Ziel ist, dass Sie nach dieser Coffee Lecture in der Lage sind, sich zu erinnern, da war mal was mit dem Didaktikrad, ich google das mal schnell, ich druck's mir aus und an dem Beispiel bereite ich jetzt mein nächstes Referat oder was auch immer vor. Also das ist die Anforderung an Sie im Grunde genommen, Didaktikrad erinnern und abrufen können. Das Von Wem steht für die Impulsgebenden. Wer oder was steckt hinter dem Vermittlungsangebot? Das kann in Präsenz sein, so wie ich das jetzt mache, also ich, aber ich wurde eben auch inspiriert von Young und Meyer. Außerdem diese Handlungsempfehlungen, die Sie im Rat finden und diese Fragen, die habe ich mir nicht alle selbst ausgedacht, sondern die stammen aus einem bunten Strauß von Literatur, die ich auf einer eigenen Folie aber auch nochmal habe. Die Frage des Wie steht für die Methodik, also welche Methoden wenden Sie an? Ich habe mich hier dazu entschieden, am Anfang so eine kleine Aktivierung zu machen mit der Abfrage. Aktuell erleben Sie den Vortrag. Außerdem versuche ich so ein bisschen mit dem pädagogischen Doppeldecker zu arbeiten. Das heißt, der Inhalt, Didaktikrad ist Methode gleichzeitig. Also ich wende das Didaktikrad auch jetzt im Augenblick tatsächlich an. Die Frage des Wem zielt auf die Sozialform und Kooperation. Wie können Sie kooperatives Lernen praktizieren? Das ist natürlich in so einer Frontalsituation im Grunde genommen kaum möglich. Vielleicht im Nachgang am Kaffeetisch oder so, dass sich da nochmal eine Diskussion entwickelt. Das Womit steht für die verwendeten Medien, Werkzeuge und das Material. Also zum Beispiel das Handout, das Sie haben. Das habe ich mir entsprechend ausgedacht. Außerdem habe ich mich entschieden,
mit einer offenen Lizenz zu arbeiten, also das Didaktikrad, aber auch diese Folien anschließend bereitzustellen. Und wir zeichnen das Ganze auf Video auf, also auch als Video auf dem YouTube-Kanal der UB wird das nachher alles verfügbar sein. Die verwendeten Bilder sind CC0, Creative Commons sind das. Man nennt es damit auch Open Educational Resources, können frei verwendet werden. Die Frage des Wo zielt auf die Zugänglichkeit und Ort. Zugänglichkeit kann auch Barrierefreiheit meinen, also Zugänglichkeit zum Beispiel für sehbehinderte Menschen, aber natürlich auch physisch. Und die Empfehlung, besichtigen Sie Räume vorab. Hier das Foyer kenne ich ganz gut, weil ich hier arbeite. Und ich wusste auch, die Projektion wird hier über diesen Monitor laufen. Dafür brauche ich ein HDMI-Kabel, das habe ich mitgebracht. Und entsprechend läuft das alles. Außerdem arbeite ich hier hinten mit einem Greenscreen auf Video. Das heißt, der Hintergrund wird nachher rausgeschnitten. Muss ich bei meiner Kleidung darauf achten, dass ich keinen grünen Schal oder irgendwas trage. Sonst habe ich nachher ein Loch in mir sozusagen. Ja, also all diese Dinge sollte ich vorab bedenken. Das Wann steht für die Zeit. Tipp wäre, machen Sie einen Ablaufplan mit realistischen Zeiten. So habe ich mir also auch die Zeit hier so ein bisschen eingeteilt. Mal gucken, ob es passt. Ohne Störungen zielt auf die Störungen, die in den verschiedenen Bereichen auftauchen können. Tipp wäre, überlegen Sie für sich, welche Störungen fürchten Sie am meisten. Und das ist ganz unterschiedlich vom Kontext. Hier im Foyer weiß ich, man hat immer eine unglaubliche Geräuschkulisse. Das heißt, ich muss sehr laut sprechen. Außerdem habe ich hier dieses Lavaliermikrofon, um dann eine vernünftige Aufzeichnung für das Video nachher zu bekommen. Was ich Ihnen auch aus Erfahrung sagen kann, Technik ist so ein ganz großes Problem, was man bei Referaten häufig hat. Man kommt irgendwo hin, man weiß nicht, welche Kabel werden verwendet, funktioniert der Beamer und so weiter und so fort. Am besten vorher wirklich mal vorbeischauen, prüfen, dann geht beim Vortrag selbst auch nichts schief. So, kommt der letzte Aspekt, das ist das Lernen. Frage wäre Wissen oder Kompetenz, also muss ich das wirklich wissen, muss ich das Didaktikrad jetzt sozusagen auswendig können oder genügt es, die Kompetenz zu haben, es zu finden, auszudrucken und zu benutzen. Also wie kann Wissen dann auch in Ressourcen ausgelagert werden? Und das Didaktikrad ist genau ein solcher Versuch, Wissen, didaktisches Wissen mal zusammenzufassen in der Infografik und damit als Checkliste verfügbar zu machen. Wie arbeite ich damit? Noch ganz kurz, suchen, ausdrucken, habe ich jetzt häufig genug gesagt. Es geht nicht um Vollständigkeit, das heißt, da sind ganz viele Aspekte drauf. Schauen Sie einfach, was Sie davon anspricht und wenn Sie das Gefühl haben, das ist ein Punkt, das will ich mal ausprobieren, schreiben Sie sich's auf. Es gibt hier auch noch eine weitere Vorlage, da kann man das draufschreiben, reicht aber auch ein Zettel. Mut zur Lücke wäre die Empfehlung. Nicht jeder Aspekt passt zu jedem Vorhaben, also für eine Online-Ressource muss ich andere Dinge berücksichtigen als für einen Vortrag beispielsweise. Markieren Sie im Didaktikrat alles, was Ihnen wichtig erscheint. Ich persönlich nehme da ganz gerne einen Textmarker, weil ich das wirklich markiere, was interessiert mich. Und notieren Sie sich die Dinge, die Sie ansprechen, einfach auf einem separaten Blatt. Wenn Sie Interesse an der Weiterentwicklung des Didaktikrates haben, können Sie sich beteiligen. Das ist also hier auch in einem Padlet verfügbar, kann man kommentieren. Also das, was dort jetzt draufsteht, ist nicht vollständig. Wenn Sie sagen, da fehlt ein ganz wichtiger Aspekt, einfach drunter schreiben, dann werkeln Sie sozusagen mit. Das ist hier die verwendete Literatur, nur der Vollständigkeit halber. Bildnachweise, Lizenzierung. Und damit bin ich auch schon am Ende. Bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie noch Fragen haben, bleiben Sie einfach hier und stellen die jetzt. Herzlichen Dank.